Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Livestreamcast von mir, Game Gamblers. Und wir sind jetzt im Spiel von Theodosis und SOE Overlords. Beide Spieler ziemlich hoch im Rang. Theodosis ist, glaube ich, einer der Top 10 Spieler zurzeit, selbst in vielen Turnieren bekannt. SOE Overlord, auch bekannt als deutscher guter Spieler an sich, ist auch ziemlich hoch im Ranked und vor allen Dingen sehr gut mit seinen Fraktionen, die er, glaube ich, zurzeit auch spielt, nämlich USF und OKW. Und dann, glaube ich, seine einzigen zwei Fraktionen, die er seit einer gewissen Zeit wieder angefangen hat zu spielen. Theodosis soweit, glaube ich, mit so gut wie allen Fraktionen ziemlich Top 10, beziehungsweise Top 20. Werfen einen Blick auf die Commander. SOE Overlords, klassische Commander-Auswahl für USF. Einmal den schönen Pershing mit Minen und Ranger. Sehr beliebt in letzter Zeit, seit er draußen ist und auch im 1 gegen 1 sehr wirkungsvoll. Des Weiteren mechanisierte Kompanie, lange nicht mehr gesehen, ein sehr starkes Early- und Mid-Game kann diese Doktrin geben. Ansonsten im Late-Game natürlich keine schweren Tanks und außer Artillerie nicht wirklich viel zum Geben an sich. Und die beliebte, ich sag mal, Cancer-Strategie, die viele nutzen, nämlich Calliope M4 Sherman, in der quasi so gut wie die komplette gegnerische Base zerkleinert in wenigen Schritten und weniger Zeit. Auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der Karte auf der linken Seite zurzeit Theodosis mit Axis. Zurzeit mit Elephant. Ja, nicht unbedingt oftmals best- oder meistgewählte Fraktionskommander von den Deutschen. In 2 gegen 2 sehr beliebt, vor allen Dingen auch durch das Spektiv, was unter anderem Fahrzeuge dazu ausstatten kann, dass diese sogenannte weitere Reichweite haben und einen großen Teil der Map aufdecken, wenn sie stehen. Dann Elite-Truppendoktrin, Blendgranaten, Modells 24, Tiger Airs. Sehr beliebt auch, auf großen Maps mit vielen Gebäude zu cleanen. Unter anderem auch eine Art Struggle Commander, um sehr häufig quasi mit dem Tiger Ass nochmal in letzter Sekunde den Fight zu ändern, beziehungsweise viele verschiedene Arten und Weisen zu führen. Die Zeit Map Control Mastic ist ziemlich ausgeglichen. Der Kampf findet sehr stark in der Mitte statt. Oben und unten ist jeweils momentan unter Kontrolle der jeweiligen Seiten und keinerlei größeren Gefechte gehen zurzeit ab. In der Mitte eine leichte Auseinandersetzung zwischen schöner Hit vom Mortar, Kanadiere und Rifles. Die Deutschen setzen zum Vorstoß an. Eine sehr beliebte Doktrin ist Blitzkrieg, unter anderem mit dem Kommandopanzer. Sieht man auch nicht so unbedingt häufig, aber durch die Stuka-Angriff-Attacke im Late Game auch sehr beliebt im 1 gegen 1, um damit größere, stärkere Tanks auszuschalten. Von Bild her zurzeit beide sehr standardgemäß 3 Grenadiere, MG und Mortar. Gegenseitig auch ein Mortar, 3 USF Rifle Squads. Das heißt, keine sehr besondere Non-Meta-Opening-Strategie von beiden Seiten. Beide Mortar tun einen guten Job momentan, lassen die Einheiten sehr stark fliegen. Theodosis hat sich in eins der beliebten Gebäude auf der rechten Seite von Overlords hineingesetzt, um dort ein bisschen Sicht zu haben und je nachdem ein bisschen auszuharren. Der Mortar verhindert das natürlich und lässt ihn schnell betreten.
Zeit Theodosis noch Bunker am Ausrichten, um quasi Heilung zu bekommen. Sonst noch kein Tag bis jetzt gemacht zu T2, das heißt, es wird noch ein Weilchen dauern, bis ein Tank rauskommt. Er baut aber jetzt seinen T2-Gebäude, um damit letztendlich dann wohl einen Scout-Car oder so rauszubringen auf der Map. Oder je nachdem sogar einen Half-Truck. Auf der rechten Seite zurzeit auch noch kein Upgrade zurzeit gebaut. Das heißt, oh doch, er hat gerade seinen Hauptmann gebaut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr bald einen Stuart sehen, eines der standardgemäßen Builds, die man sehr häufig von USF sieht. Quasi Skipping von T2 und dann direkt zu T3 und Stuart raus. Funktioniert meistens sehr gut, kann in den ersten 6 bis 10 Minuten dann quasi ein recht gutes Early mit Game und Map Control sein, wenn der Axis-Spieler nicht dagegen gerüstet ist mit AT-Gun oder Scout-Car und passenden AT-Rockets sonstigen. Mortar arbeitet sehr weiter gut. Passiv Feuer in alle Richtungen, wo der Feind cappen könnte oder wo der Feind sein könnte. Gebäudemäßig. Gute MG-Aufstellung hier. Die Infanterie hat Zugriff auf zusätzliche Ausrüstungen und Taktiken. Rifle Grenades leider nicht sehr viel gebracht. Murdoch hat rechtzeitig reagiert. Ein Mörsertrupp wurde getötet. Oh, da ist ein Mörsertrupp gefallen. Und zwar der USF-1 wurde von dem gegnerischen Mörser von Overlord erledigt. Sehr bitter, dadurch ist quasi der Wetz, die gesammelten Experience, die er bis jetzt gesammelt hatte, weg. USF-Motor sehr stark im Late-Game, wenn er gewettet ist. Und kann sehr viele Wipes hinlegen und sehr extrem nerven, unter anderem. Viele Leute kennen das vielleicht. Gute Flankierung von Theodosis, nutzt beide Gebäude aus und MG-Supports, um letztendlich zu durchbrechen. Und hat jetzt die Chance, den Cut-Off-Point zu cappen, was wiederum Overlord natürlich in dem Sinne extrem schlecht aussehen lässt. Er zieht sich zurück mit dem MG, ja, vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, hätte damit je nachdem noch supporten können, aber eine Flankierung von Overlord ist auch schon da, aber wurde direkt aufgehalten von einer präzisen Flankierung wiederum von Theodosis. Granatentech, das ist also letztendlich Theodosis Auswahl, Tiger Ace, damit weiß es auch letztendlich jetzt Overlord, was für eine Doktrin er gewählt hat. Und, oh, ja, gemerkt, Rifle Grenades passend noch ausgewichen. Nehme ich mal, was Overlord wählen wird gegen diese Aktion, Tiger Ace. Pershing ist nicht unbedingt die beste Wahl. Pershing würde, glaube ich, gegen Tiger Ace ziemlich stark abstinken. Zumindest, wenn er nicht gewettet ist. Das heißt, je nachdem werden wir wahrscheinlich sogar Calliope sehen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. So, Early Stuart draußen, 8 Minuten. Nicht der schnellste, aber ziemlich immer noch gut. Direkt quasi aufgehalten, um zu verhindern, dass er quasi sich einen Kill holt. Auch nur 2-Path. Und haut damit auch ab. Ey, Tigern auf dem Feld schon, das heißt direkt Counter draußen. 4 Theodosis. Nutzung des MGs im Gebäude und kann damit auch die Mitte halten. Zurzeit Map-Control-mäßig. Theodos ist auf dem höchsten Stand der Dinge. Keine Probleme. Hält 2 Punkte wie Peace. Meisten Punkte der Map sowieso. Und zeigt einen guten Kampf hier. Soweit. Josef Mörder wird demnächst auch gebufft werden. Man sieht quasi so gut wie jeder erste oder zweite Schuss sitzt eigentlich immer, wenn man sich nicht bewegt. Selbst wenn man sich bewegt, ist die Gefahr groß, dass man getroffen wird. Was wiederum natürlich die Genauigkeit vom Mörder extrem übertrieben verstärkt. Noch immer kein Kommando-Choose von Overlord. Wir verlieren einen Sektor. Schon die ersten G43-Rifles für Theodosis mittlerweile ausgewählt. Das sind die zweiten. Was wiederum ihm auch sehr starke Infanterie-Power gibt gegen die meisten Feinde.
Material wird genutzt hier alles. Theoretisch ist durch das Gebäude immer noch perfekt gedeckt gegen alle Flankierungen und kann sich wunderbar hier aufhalten. Rifle Grenade, mal sehen, ob er reagiert. Er reagiert nicht. Oh, das war schon beinahe ein fast voller Squad Wipe, wenn er ein bisschen später reagiert hätte. Gerade nochmal so gut gegangen. Oh, es könnte die erste quasi Gefecht von Artigern sein. Schöner Hit. Wird rauskommen ohne Probleme. Einheiten an der Front sitzen auf dem Trockenen. Artigern feuert anscheinend blind. Versucht damit einen Schuss abzufeuern. Ging aber nicht gut. Versuchen wir fertig zu cappen. Ja, sie jetzt aber auch. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Map-Control-mäßig hat Overlord ein bisschen was zurückgenommen. Auf der oberen Seite hat er währenddessen eben es geschafft, den Munition zu cappen. Während er unten immer noch die Munition hält. Das heißt, er hat dadurch einen größeren Buff in Sachen Munitionseinkommen bekommen, was nicht schlecht ist momentan. USF braucht vor allen Dingen nachher für Artillerie, Waffen-Upgrades, beziehungsweise je nachdem auch andere Sachen extrem viel Munition, um dagegen gegen die Feinde anzukommen. Könnte schon demnächst quasi locker leicht sich fast alle Squads, die er momentan auf dem Feld hat, mit Bars ausrüsten, wo er schon einen hat mittlerweile. Er wird das nämlich jetzt nach und nach, nach dem Retweeten seiner Squads, auch dann machen. Nicht jeder, vergisst wahrscheinlich, stehe ich rein. Ein bisschen weiter. Hm? Nee. Zwei Seiten Flankierung hier, sehr gute Arbeit von Overlord. Damit würde er erstmal auf jeden Fall ihn aufhalten können. Kann jetzt sogar noch nachrücken, theoretisch. Hat momentan nicht wirklich irgendwas da, was ihn quasi davon aufhalten könnte. Den Kampf würde er wahrscheinlich nicht gewinnen durch die G43s, aber er kann dadurch quasi ihn Squad trotzdem zurückziehen. Anschließend. Mordebeschuss. Auch Ostimoder extrem stark immer noch. Kann teilweise auch ziemlich starke Wipes hinlegen. Aber nichts gegen USF-Motor, der immer noch momentan ein Beast ist in Sachen. P4 im Bau, mittlerweile getaggt und P4 quasi bald auf dem Feld. Damit kann er quasi entgegenwirken zu dem Steward von Overlord endlich. Und je nachdem etwas pushen. Overlord ist schon gerüstet, mittlerweile gegen etwas größere Tanks mit seiner Artigern. Kombination zwischen quasi Stunning bzw. Artigern könnte den P4 natürlich ziemlich stark mitnehmen. Ausgewichen, trotzdem leicht erwischt noch, aber sollte er quasi übernehmen. Den Fight sollte er schaffen. Steht ein grüner Cover. Selbst wenn er eine Rifle-Granate einsetzen würde, was aber je nachdem jetzt schwachsinnig wäre. Weil er ausgewichen ist. Kommt der nächste Squad ab. Das wird er nicht schaffen. Kann er sich zurückziehen, Overlord. Da ist der Beat. Bisschen am Überlegen anscheinend momentan, was ist die beste Möglichkeit, um hier durchzubrechen. Versucht momentan einfach ein bisschen Feuer zu machen. Mortar wieder gefallen. Wow, das ist ein weiterer gewetteter Mortar, der wieder down geht. Sehr gut von ihm. Hat mittlerweile ein Wett 3 Mortar, was ihm natürlich Chancen gibt, das Spiel für sich besser zu entscheiden. P4 auf dem Feld. Trotzdem. Der Plop ist real und da haben wir unseren ersten Squad drin, die Sturmtruppen von Theodosis. Die extrem wirkungsvoll sind mit upgradeten Waffen, beziehungsweise auch sogar AC-Waffen haben können. Er versucht damit mit aller Gewalt seinen Mörder zu retten, was natürlich sehr gut wäre, wenn er nicht entkommen würde.
schafft es auch und kann ihn sich wiederholen. Gott sei Dank. Mortar-Stil wäre jetzt sehr bitter gewesen. Dann hätte er quasi sehr stark geblutet. Immer noch nur eine AT-Gun, könnte gegen P4 ausreichend sein, ist aber auch sehr riskant. Geht noch einen zweiten Schuss hin, sehr starken Schaden gemacht. Das könnte schon fast der Tod gewesen sein, wenn er noch ein paar Sekunden länger drin gewesen wäre. Vor allen Dingen der Vorteil an USF, AT-Guns sind gerade leider decrued. Wir haben zwei Fähigkeiten, einmal um die Sicht zu erweitern, was extrem übertrieben stark ist. Oh, er versucht es mit dem Stuart. Das ist sehr riskant und geht gerade extrem schief. Er wird wahrscheinlich ihn verlieren. Ah, kommt. Nein, kommt nicht mehr raus. Rocket Faust. Oh! Da ist aber mal einer sehr unglücklich. Er hat leider aufgegeben, ihn zu bewegen. Er hat das wäre vorbei. Er hätte, wäre vielleicht rausgekommen. Er wäre vielleicht rausgekommen, wenn er nach oben gefahren wäre, weil er nicht stehen geblieben wäre. Die gemisste IT-Grenade. Oder IT-Rocket. Sehr bitter. Es wird ein bisschen dauern, bis er seinen P4 wieder rausschicken kann. Mit nur einem Pionier zum Reparieren. Auch noch kein Minesweeper-Upgrade oder so. Das heißt, er vertraut darauf, dass nirgendwo Minen hingelegt werden zurzeit. Dass er nicht gegen die zweite IT-Gun für Overlord. Ich denke mal, er hat gemerkt, ein IT-Gun ist nicht genug. Es war schon knapp, aber er hat durchgehalten. Dadurch, dass der Stuart weg ist, ist er, glaube ich, jetzt auf die Idee gekommen, warum gehen wir noch auf das zweite IT-Gun, um ein bisschen noch zu stärken, die Verteidigung, damit er mir nicht quasi wie eben die IT-Gun wegnimmt, beziehungsweise zerschreddert und dann einfach durchfahren kann. Denn das ist seine letzte quasi momentan Verteidigung gegen den größeren Tanks. Map Control mittlerweile stark in den Händen von Overlord. Hatte sogar schon fast ein Triple Cap gehabt. Und ja, ist mittlerweile vorne von den VPs her. Was nicht unbedingt schlecht ist, was je nachdem auch, wenn es zu einem letzten stärkeren bzw. starken Match 3 kommen sollte, falls er dieses Match verlieren sollte und das zweite gewinnen. Hat er damit natürlich gute Vorteile, mit den VPs quasi die Auswahl der Fraktion zu haben und die Auswahl der gewonnenen Sachen. So. Mittlerweile, ich glaube, so gut wie alle. Rifles mit Bars ausgerüstet. Das ist natürlich extrem heftig gegen die Infanterie von Theodosius ist. MG geht down. AT kann es, glaube ich, gehen langsam voran. Ich weiß nicht, wo die andere AT-Gun gerade ist, hier oben. Oh, das war aber gerade ein heftiger AT-Gun-Shot. Hat nicht getötet den Squad. Die 57mm Schuss, aber da könnte schon was kommen. Mittlerweile zwei AT-Guns ab, einer ab. Mörderdruck wurde wieder getötet, schon wieder. Von Overlord. Von Theodosius. Dafür aber auch die AT-Gun. Von der Menge von Einheiten auf dem Feld ist mittlerweile extrem stark. Vor allen Dingen Overlord in der besseren Situation hat viel mehr Einheiten auf dem Feld. Von den AT-Möglichkeiten ist zurzeit immer noch Theodosius um einiges weiter vorne. Overlord hätte schon längst taggen können. Das heißt, er ist sich unsicher, was er macht. Er hat noch nicht getaggt. Er könnte sogar schon einen Tank rausbringen. Aber er macht's nicht. Worauf er auch immer wartet. Er hat mittlerweile 12. 12 CPs. So sollte er also eigentlich in der Lage sein, sich irgendwas nur mal zu holen. Er lässt quasi seinen Gegner, Theodosius, zurückkommen. Er gibt ihm die Zeit, dass er sich erholen kann von den harten Schlägen. Er bekommt leider den zweiten P4.
Jetzt sollte er quasi langsam überlegen, was die beste Variante zu gehen. Gegen 2P4 wäre vielleicht sogar ein Pershing sehr gut, was natürlich gegen Tiger Ace im späteren Verlauf extrem schief gehen könnte. Je nachdem, welche Lets der Pershing hat bis dahin. Vor allen Dingen Tiger Ace sollte man nie unterschätzen. Mit AT-Gun-Support sowieso nicht. Da haben wir Pershing. Pershing ist die Wahl von Overlords und ich denke mal, er wird versuchen, ihn gleich aufs Feld zu rufen. Könnte theoretisch trotzdem schon taggen. Das wäre möglich von den Punkten her. Und dann trotzdem gleich einen Pershing raushauen. Wäre nicht die schlechteste Idee, aber naja, mal sehen, wie er weiter vorgeht. Er hätte auch sich eine Kalliope holen können, taggen können und dann noch später einen Jackson oder so raushauen können. Aber er hat momentan, ist ein bisschen, glaube ich, von der AT-mäßig hinten dran. Ich denke, es ist das erste Spiel. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin leider erst seit kurzer Zeit drinnen. Double P4. Sehr, sehr schlecht. Der Overlord momentan. Wird gleich, denke ich mal, instant seinen Pershing rausrufen. Hier bekommen wir immer größere Probleme. Azigan 2. ist jetzt weg. Ich denke, er wird versuchen, die AT-Gun auch rauszunehmen aus dem Fight. Sieht so aus. Ja. Da kommt er. Pershing auf dem Feld. Das geht. Um sich zeigen, wie stark er ist. Ein perfekter Hit gegen die ersten Grants. Fast quasi ausgeschaltet komplett. Er kann ihn bekommen, wenn er darauf geht. Ah, Fehlschuss. Ein leider böser Fehlschuss. Und, oh, das könnte schon gewesen sein für den Pershing. Oh, das war quasi extrem bitter. Zu aggressiv. Kein wirklicher Support durch den MG. Quasi alles unterdrückt. Und der Stunschuss vom AT-Gun hat richtig gesessen. Das war quasi ein totaler Waste. Nächster Pershing wird eine ganze Weile dauern, momentan Map-Control-mäßig, der Cut-Off-Point ist genommen, das heißt, ich kann so gut wie kein Fuel-Entkommen. Tacking wird auch nicht funktionieren, dafür hat er auch zu wenig von allem. Baut sich einen AT-Gun, aber ein AT-Gun wird nicht genug sein gegen 2 P4s. Die Lösung kann quasi jetzt einfach taktisch weiter vorrücken, aggressiv, mit seinen ganzen Einheiten und ihn in die Base zurückjagen, bis hin zur letztendlichen Base-Rape-Vernichtung. Schön Manpower-Bleed. Das heißt, da kann selbst Overlord momentan nicht sehr viel machen. Keine AT-Fast draußen, eine AT-Gun und ein Rocket, also, glaube ich, oder zwei hat er. Ein Rocket nur. Von seinem Echelon Squad. Und seinen Hauptmann natürlich. Aber das wird nicht genug sein, um die P4s aufzuhalten. Vor allen Dingen Theodosius hat es bald geschafft. Und könnte theoretisch, wenn er will, einfach noch einen Tiger-Ass rausbringen. Wenn er nicht vorhat, zuerst noch zu tacken. Was er auch durchaus machen könnte, um vielleicht noch einen Panther oder sowas später rauszubringen. Aber er hat momentan, hätte eigentlich quasi nichts davon aus, einfach einen Tiger-Ass aufzustellen zu wollen. Oh, das war ein böser Hit von dem Mörser. Kommt ganz knapp anscheinend vorweg noch, da hat er Glück gehabt. MG wieder perfekt gecovert und verhindert, dass was passiert. Motorschaden wird nicht sehr viel bringen. Nichts, was irgendwie nachrücken kann und den Panzer 4 bekommen kann. Aber ich denke mal, mittlerweile ist Overlord in der Situation, wo er denkt, alles versuchen. Je nachdem habe ich einen Glückstreffer oder sonstiges.
Und da ist das MG weg. Das ist sehr gut für Overlords, da das MG quasi momentan am meisten aufgehalten hat, um vorzurücken. Es ist quasi komplett zerstört worden. Es sind nur noch Überreste da, wenn überhaupt. Overlord hat immer noch Chancen, hat immer noch eine riesengroße Armee an gewetteten Einheiten. Vor allen Dingen seine drei Rifles mit Bars. Alle drei Wett-3 und alle mit Bars. Er kann auch zurückkommen, aber es kann je nachdem auch schwerer werden. Panzer 4 mittlerweile Wett-2, der andere Wett-1. Hey, der Devil. Wir verlieren einen Sektor. DP-mäßig wird es dann etwas kritisch. Unbedingt muss Overlord sehen, dass er die verbleibenden VPs irgendwie unterdrückt, indem er wenigstens einen Punkt capped. Und umso länger er jetzt quasi triple capped ist, kann er nicht mehr sehr viel machen. Die Zeit rennt ihm momentan extrem davon. Er schafft es immer noch nicht auszubrechen aus seiner Base. Er ist immer noch am Cut-Off-Point wieder gehalten, extrem stark. Der Mortar tut zwar gut Damage, mittlerweile mit 17 Kills. Nicht sehr schlecht, könnte noch besser sein, aber naja, was will man mehr als ein Mortar, der wenigstens ein bisschen was trifft. Schöner Hit von den Raketenwerfern, aber trotzdem, T4 kommt raus, ohne Probleme. Da ist Tiger Ace auf dem Feld. Das war's. Ich glaube, davon wird er sich nicht mehr unterholen können. Keine Azigan mehr auf dem Feld, zwei Panzer auf dem Feld. Tiger Ace auf dem Feld. Tiger Ace wird quasi ihm jetzt quasi den Rest an Einheiten wegfetzen, ohne irgendwie kurz darüber nachzudenken. Is the USF Motor not allowed? It is. It's a Frühlingserwachen, another tournament. Overlord versucht immer noch durchzuhalten und überlegt wahrscheinlich immer noch, wie kann er irgendwie versuchen zurückzukommen ins Spiel. Chancenmäßig sind da eher gering. Er wird quasi jetzt schon in die Base quasi zurückgedrückt. Und es spielt sich quasi noch alles in der Base ab. Kann quasi gemütlich hier an der Rand stehen. Er hat nichts, um irgendwas gegen diese Einheiten auszurichten. Wirft alles an den AT-Grenades. Und da ist der Conceit die Aufgabe von Overlord. Schönes Spiel an sich. Hatte gute Chancen eigentlich durchzukommen. Vielleicht hätte der Pershing Erwartung oder nur Warten auf Pershing, hätte man vielleicht anders machen können. Er hatte genug Fuel, er hatte genug MP, also genug Manpower, um letztendlich auch zu taggen und vielleicht erstmal einen anderen Tag rauszuhauen. Jackson wäre sehr gut gewesen gegen die P4s oder je nachdem sogar ein anderer Commander. Also, ich würde nicht sagen, es war eine schlechte Wahl, sein Commander, aber es wäre vielleicht ein anderer noch besser gewesen an sich. Er hatte zu wenig auf dem Feld, er hatte kurz bevor er den Pershing quasi geholt hat, hatte er ca. 1000 Manpower. Das hätte man schon je nachdem anders gestalten können und noch ein paar mehr Squads aufs Feld hauen können erstmal. Aber ansonsten schön gespielt und auch ansonsten wunderbar schönes Spiel.